Hallo meine Lieben, herzlich willkommen bei einem neuen Video. Wer mich noch nicht kennt, ich bin die Dominik, Make-up-Artist und bei mir dreht sich alles rund um Make-up. Ich möchte euch Make-up-Tipps mitgeben, gerade für Anfänger und so ein bisschen die Grundlagen vermitteln, damit ihr wisst, wie ihr euch schön schminken könnt. Und heute geht's um den versprochenen Bronzer. Habe ich euch hier zum Beispiel mal einen mitgebracht, das ist ja der altbekannte, der von Benefit, der Hoola Bronzer. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, wie ihr den auftragt, wo ihr den auftragt, mit welchem Pinsel ihr den am besten auftragt und vor allem, was der Unterschied zu einem Konturprodukt ist, bleibt dran. Mit einem Bronzer möchte man im Endeffekt erreichen, dass man schön sonnengeküsst aussieht. Also man darf es auf gar keinen Fall verwechseln mit Konturprodukt. Man trägt es zwar an ähnlichen Stellen auf, aber viel großflächiger und das Produkt ist einfach ein absolut anderes. Ich mache das heute wieder mit Puderprodukten, deswegen habe ich jetzt schon den Hoola rausgekramt für euch. Der wichtigste Unterschied auf jeden Fall zu einem Konturprodukt ist, dass ein Bronzer sehr warm ist von den Tönen her. Der hat sehr viel Rotpigmente, orangene Pigmente eben mit drin, während ein Konturprodukt sehr kühl ist. Ich kann es euch mal am besten hier anhand der NYX Highlight und Contour Pro Palette zeigen. Und zwar hat es hier unten die dunklen Töne und wie man hier schon sieht, sind die zwei ganz schön warm. Die würde ich euch auf gar keinen Fall für die Kontur empfehlen, weil das sieht einfach unglaublich unnatürlich aus, weil ein Schatten ist niemals warm. Ein Schatten ist immer kühl, deswegen gibt es hier für die zwei wundervollen Töne. Sie gehen so ein bisschen ins Orangene schon rein, aber die Haut wird natürlich, wenn die Sonne drauf gescheint hat, so ein bisschen orangebraun. Also es ist wirklich warm. Und die zwei hier drüben, die sind so ein bisschen mit Blaupigmenten. Ich glaube, ihr seht den Unterschied bestimmt. Und einen Bronzer trägt man jetzt dort auf, wo man eben, wie ich schon gesagt habe, von der Sonne geküsst wird. Das heißt, an den Stellen, wo die Sonne einen als erstes trifft. Das ist vor allem eben hier so ein bisschen unter den Wangenknochen, natürlich an der Stirn und auch ein bisschen an der Nase. So minimal am Kinn vielleicht auch noch. Nicht übertreiben, wir wollen ja nicht hier nachher hier irgendwie orange und komisch aussehen. Deswegen nutze ich dafür immer einen schönen, großen, fluffigen Pinsel. Also im Endeffekt eigentlich einen Puderpinsel. Weil da können wir so richtig schön überall hin, ohne zu präzise zu werden und das Ganze aber gleich schön ausblenden. Also perfekt geeignet. So, und da schnappe ich mir jetzt meinen Bronzer und meinen großen Pinsel und gehe da jetzt einfach mal so ein bisschen rein. Man sieht schon, ich habe jetzt ein bisschen was aufgenommen. Klopft das überschüssige Produkt wie immer ab. Wir wollen nicht zu viel Farbe hier auf dem Gesicht haben. Und dann gehen wir im Endeffekt unter den Wangenknochen entlang. So richtig schön großflächig und mit leichter Hand. Also wir üben jetzt keinen Druck aus, sondern wir verteilen nur ganz leicht das Puderprodukt eben hier auf bzw. unter unseren Wangenknochen. Aber auf gar keinen Fall weiter runtergehen, das würde wieder super unnatürlich aussehen. Das heißt, wie bei der Kontur eben hier bleiben und nach oben blenden. So, und wie man hier schon sieht, habe ich jetzt hier schon so ein bisschen einen leichten Effekt erzielt. Um das Ganze noch natürlicher zu machen, verbinde ich das jetzt hier oben mit meiner Stirn, weil eben hier oben an der Stirn sehr viel von der Sonne eben getroffen wird. Habt ihr jetzt generell eine kleine Stirn, würde ich euch raten, da mit einem kleineren Pinsel hinzugehen, weil natürlich je dunkler wir hier oben werden, desto kleiner wirkt auch eure Stirn. Aber ich würde es trotzdem machen. Dann könnt ihr zum Beispiel hier so einen kleinen Pinsel nehmen, aber achtet dann wirklich drauf, dass der fluffig ist und nicht zu fest gebunden, das heißt, dass ihr wirklich schön ausblenden könnt. Und arbeitet es vor allem auch in euren Haareinsatz ein, weil es gibt nichts Komischeres und Unnatürlicheres, als hier oben dann so einen weißen Rand zu haben. Das würde natürlich von der Sonne aus nie passieren. Die würde euch immer überall treffen, eben auch am Haareinsatz. Dementsprechend achtet da auf jeden Fall drauf. Ich meine, wenn ihr jetzt offene Haare tragen wollt, dann fällt es vielleicht nicht so auf, aber wenn ihr jetzt wie ich einen Zopf habt, muss man da schon echt drauf achten. Hier oben trage ich das meiste auf und dann verbinde ich das, blende ich das hier so ein bisschen nach unten. Das heißt, dass ich jetzt an der Schläfe nicht krass viel Produkt habe, sondern einfach, dass ich das hier so ein bisschen nach unten verbinde. Ich würde mit dem Rest, den ich jetzt hier noch habe, auch ganz leicht unten am Wangenknochen entlang gehen, weil da trifft die Sonne auch, aber da möchte ich eben den Effekt nicht so groß haben. Und ein bisschen hier an der Nase. Da gehe ich aber auch, wie gesagt, nur mit den Resten ein bisschen drüber.
Und nachher, wenn ich eben die andere Seite gemacht habe, gehe ich da mit den Resten auch nochmal ein bisschen drüber und dann langt das schon für die Nase. Wir wollen die Nase nicht so arg hervorheben. Dann machen wir das Ganze natürlich jetzt noch hier auf der anderen Seite. Und dann gehe ich hier wieder mit dem Rest über die Nase und unten an den Wangenknochen entlang. Und schon haben wir ein schön sommerlich sonnengeküsstes warmes Gesicht. So, und wenn euch jetzt zum Beispiel interessiert, wo man denn Blush aufträgt, dann habe ich das Video dazu schon gemacht. Da könnt ihr gerne hier in der Infobox, in der Infokarte oben, habe ich euch das verlinkt. Dann könnt ihr gerne vorbeischauen. Und wenn euch interessiert, wie, wo und warum man Kontur aufträgt, dann schaltet sehr gerne bald wieder ein, denn das Video ist geplant und kommt bald. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert mich sehr gerne, aktiviert die Glocke und dann hoffe ich, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Ah genau, und bevor ihr jetzt noch wegschaltet, ich habe noch einen Hauttyp-Test erstellt für euch, den könnt ihr kostenlos machen. Den Link dazu habe ich euch in der Infobox verlinkt. Es ist einfach super wichtig beim Schminken, wenn man eben ein schönes Make-up schminken möchte, dass man seinen Hauttyp kennt, damit man dementsprechend die passenden Produkte auswählen kann. Dann wünsche ich euch jetzt einen wundervollen Tag, macht's gut und bis dann. Tschüss!